das stimmt, ja. Aber so viel ist es bei mir doch gar nicht. Also ich könnte noch auf Täuschen probieren. Ich habe Charisma gerade mit 12. Jusen kann es gerne auch noch mal probieren mit beiden Einschüchtern-Dingern. Vielleicht, Na, Einschüchtern ist doch Stärke, ne? Komm, ich habe eine Idee. Wir lernen jetzt noch mal neu. Ich probiere es noch mal. Wenn ich wieder verkacke, dann darfst du noch mal probieren. Sonst zahlen wir die 500 und fertig. Und dann war Einschüchtern mit das Heftigste. Außer wenn Weisheit gewesen wäre, da hätte David und ich was machen können. Weisheit habe ich auch. Hattest du auch Weisheit auf 16 oder 17? 14. Naja, siehst du. Sind wir beide höher. Aber das musst du auch mal gucken, wenn du Punkte vergibst, solltest du nicht mehr in Weisheit skillen, ne? Weil Weisheit ist alles, was mit Magie zu tun hat. Ich weiß. Aber Weisheit ist auch erkennen. Aber wenn ich das schon habe, brauchst du es ja nicht. Dann solltest du dich ja lieber auf deine Sachen spezialisieren. Und David muss es ja auch mit drin haben als... Weisheit ist aber auch Gespür und Intuition. Das heißt, auch die... Naja, mach, was du willst. Tu's doch nicht gleich ab, ich versuch's dir doch gerade zu erklären. Aber bringt ja nichts, wenn jetzt alle auf Weisheit skillen. Gentlemen, contain yourself. Anstatt auf Stärke, Geschick bei dir ja auch sehr wichtig ist. Besides, ja, das ist ja klar. Meine Hauptattribute versuche ich schon zu skillen, aber Weisheit macht dir halt auch die Rettungswürfe, ne? Also, du erkennst damit auch Fallen und so ein Scheiß. Richtig, aber es ist ja eine Sache, was du spielst. Ich meine, für Yuzu, der muss jetzt sicher von Intelligenz skillen. Oder Weisheit. Genau. Oh, jetzt ist der andere Bonus gar nicht mehr da. Aber es ist nur auf 10. Nee, er ist ja noch am Anfang des Gesprächs. Achso, ja, stimmt. Die kommen erst. Er würfelt ja jetzt nur, ob er Freund oder Dings ist. Das kommt ja jetzt erst, ja. No one has food today, alas. Ah, du kannst es jetzt, glaube ich, überspringen. Wir müssen uns das jetzt nicht anhören. Mit Leertaste. Friend. Jusen. Ja, krieg ich in den Arsch wieder. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. Mit Leertaste kannst du es überspringen. This land proves particularly fruitful. Hä? Am I not astonished? And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Da war jetzt täuschen und überzeugen dabei, hast du gesehen, Peiler? Ja. No. Wieder für den Arsch. Okay, wow. Ja. Mit 20 ist auch schon. Aber echt. Oben steht jetzt gerade Charisma-Wurf. Ja, ein Charisma-Wurf, ja. Einschüchtern geht auf Charisma. Aber ich bin kein Paladin, aber so. Have a care. You may make yourself. Kannst ja gerne nächstes Mal versuchen. No. Habe ich überhaupt das höchste Charisma? Ich glaube nicht mal. Ich glaube, das hat Alex, oder? Ich habe gar kein Charisma. Also. Ja, ich habe auch nicht mehr groß mehr als der Durchschnitt. Ich habe auf 8 oder so gelassen. Ich habe nur 12. Also gehen wir den einfach 500 und laufen weiter, oder? Oder ich versuche es halt nochmal. Ja, wenn es Charisma-Würfe sind. David, was könnte es ja genauso versuchen. Was hat denn jeder an Charisma? Na, du hast 8, Jusen 10 und David du durch 12. Ja, 12 ist das höchste. Also es kann halt sein, dass wir dann vielleicht nur eine 18 würfeln müssten und keine 20 wie Jusen. Ich glaube, das geht nur in 5er Schritten, also 10, 15, 20.
Vielleicht müsst ihr dann nur eine 15. Das wäre nicht schlecht. Willst du oder ich, David? Aber ich glaube, ich krieg die nicht überzeugt. Das ist ja auch wieder der Knackpunkt, oder? Probier's doch einfach mal. Renn doch mal rein. Oder? Wir können auch neu laden. Oder halt täuschen mit Jolene. Ja, aber lass ihn doch erstmal probieren und dann gucken wir weiter. Tastes like chip. Stranger. Be you friend or food. The mark is her measure. And you, a delicacy. Okay. Oh, cool. Was war denn das jetzt? Naja, ich gehöre halt nicht zu denen, ne? Man kann David gleich neu laden. Ja, lad mal neu, bitte. Okay. Oi, you fire them ogres! Aber hättest du doch jetzt auch täuschen machen können, oder was hast du jetzt geklickt? Ich habe das erste angeklickt, so, ich habe gedacht, das ist wie bei Jusen. Aber nee, die Texte waren Auswahl zum Teil anders. Ja. Ja. Ja, dann gehe ich nochmal rein und guck mal, was so geht. Ja, weil du bist ja enttäuschen eh besser. Ja, ansonsten kannst ja Jusen nochmal probieren und dann, wenn er es nicht, wenn er es diesmal nicht schafft, dann können wir es vorne nehmen. Dann ist gut. So machen wir das. Guck ich mal noch mal, was geht, dann schauen wir mal. Guck mal, ein kleiner Zwerg, Mensch. Komm weg, die reden jetzt gar nicht mit dir. Ja, die Dänen ist gerade. Ohne Kakerlake. Be you friend or food. The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Aber zwei, plus zwei für Täuschung. Na denn, Attacke. Aber minus eins, also hast du nur eine plus eins. Aber gut, mach. Kannst du probieren. Nein, 10. Oh, geht ja. Was ist der erste Wurf? Ja, aber ich mag. Jo. Gucken, was aber danach kommt, ob es auch 20 ist. Wenigstens Erfolg. 25. Ja, aber eigentlich müsste David oder ich versuchen, über diesen ersten Schritt rüber zu kommen, weil wir beim zweiten eine bessere Chance haben. Food, friend. And you. A delicacy. We follow the sense of blood and I've no use for the absolute or any god. I am, by all accounts, so. A student of higher commerce and extortion. Schurke kann ich auch täuschen. Ja, aber du gibst ihm auch 1000 Gold, ne? 1000 nach dem Kampf? Nach dem Kampf? Okay. Nachdem ihr für mich gekämpft habt. Aber ich glaube, da ist über das. Achso, das heißt, du gibst ihm kein Geld, die denken, du gibst ihm Geld, vielleicht gibst du ihm auch am Ende kein Geld. Na, wenn sie überleben am Ende, hauen sie uns aufs Maul, wenn wir ihnen das Geld nicht geben. Ja, stimmt, stimmt. Also kann Alex nur auf Überzeugen versuchen, damit wir wenigstens besser aus der Nummer kommen. Dann müssen wir vielleicht gar nichts zahlen. Ja. Und sonst muss halt David oder ich das nochmal versuchen. Aber es ist halt... Ja, kann ja sein, dass bei uns wieder was anderes kommt. Ja, also wenn, dann würde ich das nochmal probieren und dann haben wir keine 1000 Gold Verlust am Ende irgendwo. Ja, aber dann können wir nicht mehr zurück. Ja, das ist eine 20. Okay. Weil mehr ins Minus geht's ja nicht. Ja. Gut, dann probiere ich das nochmal, dann schaffen wir das. Ja. Dann haben wir es auch geklärt. So, okay. Lad neu. Bitte? Bitte? Bitte, danke. Nein. Bitte, bitte? Doch, ey, komm. Nicht so, er hat schon recht. Er kann ja sehr lieb. Ich kann ja auch speichern und dann müssen wir gegen die kämpfen. Nee, lass mal. Wir können auch gegen die kämpfen. Nein, ist gut, wenn am Ende nur einer überlebt, kann nur noch einer weiterspielen. So kann ja die anderen aufheben. Aber nicht mehr nach dem Kampf. Glaube ich. Wenn der Kampf vorbei ist, sind wir tot eigentlich. Nee, dann stehen wir doch alle auf, wenn der Kampf vorbei ist. Meistens so, ja. Wenn man stirbt, dann stirbt man, hab ich gedacht. Na, meist liegen wir erstmal da, bevor wir sterben. Nee, wir können ja auch mit Gold bezahlen, dass wir den Typen da aufgeben. Ja. Dann macht Jusen jetzt nochmal die beiden Wörter und dann wird's auch mit dem einfach. Stranger. Oder nicht? Würde ich sagen. Be you friend or food. Was soll's? The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Warte, ich könnte jetzt einen Bonus. Ah, ne, ich. Ne, lieber jetzt noch nicht. Alles gut. Oh, Bonus wäre so gut gewesen. Oh, Mann. Ja.
Hätte ich es auch versuchen können. Wenn ich über die erste Hürde hinaus bin, bin ich bei der zweiten besser. Nee, geht nicht. Okay. Gut, nee, ich meinte nochmal mit Neuladen. Scheiße. Da will ich es aber nochmal versuchen. Ja, bei mir kommen auf jeden Fall mit 500 raus, Digga. Und du hast es doch schon probiert. Nee, hab ich nicht. Doch, klar, du warst nein, ich hab mich verdrückt. Ja, er ist ja nicht über die erste Hürde rübergekommen. Na gut. Wie gesagt, wenn ich über die erste rüberkomme, könnte es sein, dass ich eine bessere Chance in der zweiten habe als du oder Alex. Ja, weil er höher am Charisma ist. Obwohl ich nicht weiß, was Charisma bei Orks ist. Also, ja. Das sind immer Charisma-Würfe anscheinend. Ja, aber. Täuschen, überzeugen und alles andere geht anscheinend nur auf Charisma. Be you friend or food. The mark mal täuschen, steht auch Charisma da. Show is the brand of the absolute. Wir haben richtig Pech irgendwie. Alter, ja, wir kriegen ja jetzt richtig. Mein. I expect more than your word. Und nochmal. Show me your flesh. Ich geh gleich mal kacken, Alter, wenn das noch nicht. Oh, ich könnte nochmal täuschen. Oder einschüchtern. Aber einschüchtern ist bei mir nicht gut. Täuschen, ne? Täuschen ist Charisma. Einschüchtern ist auch Charisma. Ist auch Charisma, ja. Das ist alles Charisma. Was soll ich versuchen, Leute? Zwei oder drei? Zwei oder drei? Zwei oder drei? Zwei oder drei? Ich sag den dritten. Okay. Den, okay, los. Tschüss. Ich könnte von David einen Bonus bekommen. Würfel dann eine 20. Spoken with the confidence only a true soul could muster. How regrettable. Food? Food? Not food. Friend. Jetzt kannst du die drei da, glaube ich, erstmal durchklicken. And you. Bosco. No talk. Ja genau, ihr solltet für mich genau. kämpfen. Genau. Make me an offer. Tempt me. Jetzt kannst du die überzeugen, ne? Alter! Oh, das ist... Das ist aber gut hier. Ja. Na, mein Bonus haben wir mal eine Chance, drin. Aber... Ich kann gar nicht hingucken. Ich halte mir die Augen zu und drück drauf. Ja! Ja, geschafft. Haben wir geschafft, ja. Nein. Gerade so, ey. Klappt doch nach dem achten Anlauf, genau. Ja, umsonst bekommen, Junge. Eilert macht sie nackig. Tasty Kibble. Ausgenommen. Da hätte ich mich vorhin mal nicht verdrückt. Take my bone horn. One blow and the ground will quake. Ich blow dir aber keinen, mein Freund. Warum denn nicht? Use it when the need arises. And never a moment before. Hast du bestimmt in deinen Kopf, dass everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Guck mal, so viel Testosteron, wie die im Körper haben, wie ein Bodybuilder, ist der so klein. Aber ich überlege gerade, wenn wir wirklich mal einen Gegner haben, der wirklich heftig ist und die dann sterben sollten, müssen wir den niemals mit Essen bezahlen. So, das ist doch edel. Soll ich den noch normal antworten oder einfach weggehen? Antwort ihm lieber noch. Ja, komm, sind Freunde jetzt. So. We follow the sense of blood and this land proves party. Okay. Nicer Dicer. Komm mal die. Für Low eingesteckt, die Freunde. Ja, ich guck mal, was es beim Händler dafür gibt. Freunde verkauft. What's that? Geborstener Stützbalken. Heiler, du hast da irgendwas? Aus Versehen ausgelöst. Den Someone's diary. Might explain what happened here. Geh doch mal ran an den Stützbalken und guck mal, was geht. Du hast den da gerade irgendwie... Oder wenn wir da ranstoßen, dass da runterkommt. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber das müsste vielleicht eher Jusen machen, der hat die meiste Stärke. Jetzt mal hier rangehen, Jusen, und vielleicht schubsen oder so drücken.
oder schlagen, ja. Ich glaube, das ist eher ein Element, was wir im Kampf hätten nutzen können, oder? Achso, das kann sein, ja. Dass sie das abgekriegt hätten, quasi. Mhm. Ja. Liegt hier eine Falle irgendwo, dass wir gerade Glückswürfe oder was das waren machen müssen? Überleben. Überleben. Ich hab dir mal ein Buch in dein Inventar gepackt. Aber Jusen kann nicht lesen. Ah, okay. Hab ich gelesen, danke. Das ist mit dem Eidbrecher, vielleicht kriegst du da irgendwas raus. Musst du mal auf Lesen drücken. Hab ich ja gemacht. Ich meine, das ist einfach nur der Titel ist doch das, warum du mir das gegeben hast. Okay, wollen wir denn da unten mal zur Brücke oder was? Dass wir hier noch ein bisschen vorankommen heute. Was ist denn das, was du da bekommen hast? Das für einen Nahkampf, okay? Giftschaden. Missing children. Maggie Terrence, Marcus Terrence, Mathen Deitch, Rochelle Kirk. Ah, da drüben ist eine verbrannte Erde, okay. Soll ich vorlaufen lieber? Ich kann mich auch verstecken und darin laufen. Na, warte mal, ich mach die unsichtbar, Alex. Oder so, ja. Versuch dein Glück, dann kann ich wenigstens mal schnell auf Toilette flitzen. Also da ist auf jeden Fall. Warte mal, ich muss den Spell erstmal tauschen. Ah, okay. Sind keine Gegner aus. Das macht David. Ja, aber ich sehe die. Jetzt kommt nochmal ein Stück zurück, oder? Wenn du dich versteckst, dann siehst du die Sichtlinien. Ah ja, okay. Darum geht's so. So, Zauber. War der dabei? Da. So, siehst du die Sichtlinien da? Ja, die roten, ja. Da, oder? Ja, genau. Okay, also da ist ein Claw und ein Kriegerputz. Da. Aber jetzt haben wir halt unendlich Züge, sag ich mal. So sind wir entweder zugbedingt, wenn wir mit einem Kampf schon sind. Ich ja, hab mal kurz mit Lisa gequatscht, also mit meiner Frau. Wenn wir wollen, können wir auch bis 23 Uhr machen. Bin dabei. Cool, bis 0 machen wir. Ja. Alex? Bitte? Bis 23 Uhr? Also so, Uhr dabei? So 22:55 vielleicht, sodass um 23 Uhr der Rechner aus ist. Ja, so, dann können wir machen. Okay. Okay, komm mal ein bisschen zu uns, Pylorus, aber nicht vor mir oder hinter oder vor David. So, ja, Pyler bleibt am besten dahinter, also ungefähr hier. Stimmig. Bis hierhin. Nee, weiter halt eh noch. Reicht. Stopp. Ja. Was denkst du, wenn ich ungefähr bis da andrücke, wo du sagst, bis wo er läuft? Naja, es sah gerade so aus, ob der noch weiter läuft. Nee, alles gut. Also, Heiler für dich auch nochmal. Du warst ja jetzt weg. Ja. Hier oben ist einer. Da. Ja, den sehe ich gerade. Hier. Ist einer. Dann hier unten sind jetzt 5. Ja. Und hier oben ist
auf der Brücke ist noch einer. Also es sind insgesamt 7 Gegner, die ich sehe. Der Plan ist jetzt, ich versuche den hier oben, ich bin versteckt, ich versuche den jetzt hier unauffällig zu töten. Okay, und wir bleiben erstmal hier. Ihr bleibt erstmal da. Sobald der Kampf losgehen würde, sage ich euch Bescheid, dann könnt ihr quasi hier hinrennen. Okay. Und gegen die anderen da kämpfen. Ich hätte sonst versucht, hier schon eine Fettpfütze. Ich hätte schon versucht, eine Fettpfütze hier hinzuzaubern, aber ich glaube, das alarmiert die, oder? Nee, die sind da hinten, aber die stehen alle nah zusammen, da kannst du sofort. Lass mich erstmal probieren, bitte einfach da den Kampf erstmal zu töten. Ist halt nicht mehr unsichtbar, ne? Nein, nicht Fernkampf. Jetzt. Jawohl, hab ich. Tot. Du bist nicht in der Kampfsequenz. Nein. Nee. Perfekt. Gut, jetzt renne ich nach vorne, oder was? Soll man den Kampf jetzt auslösen, Alex, oder versuchst du zurückzukommen? Nein, warte. Weil dann kann ich dich nochmal unsichtbar machen und du könntest den anderen oben links versuchen, oder? Ich kann den jetzt hier oben auf der Brücke noch töten, vielleicht, ja. Ah, okay. Ja, die anderen sind Nahkämpfer. Aber die können, auch wenn du sie auslöst da oben, würde dir nichts passieren erstmal. Das ist eigentlich auch ganz gut. Wahrscheinlich, ja. Ja, und Jusen muss dann sofort nach vorne rennen. Richtig. Genau, ja. Genau. Aber nicht im roten Feld, wo ich reinrenne. Na, ich würde sagen, Jusen, wie markiert man Alex so? Nee. Mit Alt und Rechtsklick. Pass auf, du rennst rein. Oh, Peiler. Warte, Peiler. Nicht mit Linksklick, Rechtsklick. Komm zurück. Ja, alles gut. So, und rein theoretisch könnt ihr euch jetzt, hier hinstellen. Genau. Da seht euch keiner. Hier um die Ecke. Ich hab den ja oben jetzt ausgeschaltet. Gehen wir am besten noch ein Stück weiter, Jusen. Ein Stück weiter nach rechts. Ja, genau. So, okay. Jetzt müsstet da die anderen ja da unten auch sehen, oder? Die 5? Ich sehe, ja. 2, 4, 5 Gegner, ja. Genau, und ich versuche jetzt den oben da zu machen. Auf der Brücke. Ja, okay. Okay, weiter geht's. We'll need a cover story. Front lines is boring. Sehe ich das Rote, Alex? Cold fleas from the bloody wolves. More likely you gave them fleas, you filthy bugger. Und ich sehe dich dann nicht. Jetzt, oder? Die gucken gerade alle weg. Ich kann da nicht hinspringen. Next time, cool. Right, boss. ja. Ich bin in einem Dings. In einem Dialog. Im Dialog, ja. Ah, Dialog. As the symbol glows, power courses okay, through. Okay, ja, es wieder geht doch wieder auf Arisma hier alles. Scheiße. Er probiert täuschen, oder? Kriegt er sonst Doppelminus? Nee, bei Dings krieg ich plus 1, bei dem anderen habe ich minus 1 und plus 2. Aber kannst du bei dem, was doppelt ist, mit 2 Würfeln würfeln? Nee, leider nicht. Ah, okay. Täuschen ist eventuell schwerer als... Nee, täuschen müsste leichter sein als Weisheit. Denke ich auch, ja. Dann mach täuschen. Achso, nee, auf Weisheit habe ich ja mehr. Stimmt, du hast recht. Weiß ich grad nicht. Täuschen müsste schwieriger sein, weil es auf Charisma geht. Das habe ich nur auf 8. Und Weisheit habe ich auf 12. Ja, okay, dann ja. Dann das. Alles klar. Alter! Und du hast ja unten schon 2 als Bonus. Oh, wow. Ohne Bonus wäre es knapp, Digga. Ich habe gedacht, jetzt kommt's wieder hier. Irgendwie 18, 19, 20. I didn't realize. Very sorry, sir. Very sorry.
Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Enjoy the party! Nicht. Okay, okay, also jetzt könnt ihr, glaube ich, nachkommen. Sicher? Wollen wir die jetzt angreifen, oder? Nee. Nein. Nicht angreifen. Ich glaube, wir könnt jetzt. Nichts. Warte mal, ich rede mal mit dir. Kann ich denn wieder normal laufen? Ich bin im Gespräch. Wir suchen ja diesen Druiden, oder? Immer noch. I don't know any house in your Excelness. Oh. Lads are celebrating the raid on Joaquin's Rest. We captured a duke, we did. All the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your Excelness. The boss is in the temple inside. Mintara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Ich glaube, David, du müsstest dich mal aus deiner Tiergestalt jetzt rausholen. Meinst du, die mögen keine Tiere? Nee, der sagt Kackdachs. Oh. Solltest du dich vielleicht mal zurückverwandeln, bitte. Ja, jetzt gehen die auch wieder weg. Ja. Wie komme ich denn eigentlich außen, wenn ich jetzt so versteckt laufe, wie komme ich denn da wieder raus? Einfach wieder draufklicken. Oder C einfach. Ja. Ah, okay. Need to find a way forward. Mal kurz okay, dann gehen wir mal rein. Na. These big things can sell the place themselves. Let us off the hook. Aber wenn wir den Dude angreifen, ne? Dann werden die hier hinten alle bestimmt nachkommen. Also wenn wir das nicht diplomatisch geklärt kriegen, wenn das zum Kampf kommt. Nicht, dass sie dann am Ende stehen bleiben und sagen, jo. Ist okay, ihr habt unseren Boss gekillt, jetzt seid ihr unser Boss. Da vorne sind ein paar Leute, soll ich die mal anquatschen? Das ist halt die Frage, wer. Zwischenzeitlich speichern? Nee, nicht doch. Das kann ich nicht mehr. Ja, speicher doch. Speicher jetzt und dann quatsch ich dir hinten voll. Wir müssen auf jeden Fall noch wesentlich weiter. What about the priestess? What the stupid. The priestess got. And the gnoll order on clean off. So much for the flaming fist, eh? You ain't here. We sacked Joaquin's Rest and left it to burn. Drow flinging magic, gnolls snapping off heads. In nothing but a pile of ash by now. Immer Bescheid sagen, wenn du sowas beginnst. Ich hab doch gesagt, dass ich darüber gehe und quatsche. Dann quatsche ich dir jetzt voll, hab ich doch gesagt. Ja, ich brauch gleich drin. Bunch of prisoners got told to moonrise. Six snobs mostly. Wenn ich was sage und ihr nicht schaut, kann ich nicht. Ja, ich bin gleich wieder da. Pile of smoking corpses. Nope. You ain't know the broken road? Meh. I'll tell you real slow, like, so you don't miss it. North. And the drow? You got it. Wollt ihr mal quatschen, wollen wir über die Brücke dann nochmal rübergehen? Was hätten wir jetzt machen sollen? Du konntest ja auch nicht würfeln, Diggi. Na, ich bin jetzt noch weiter hoch zum Goblin-Lager, oder? Immer noch? Oder haben wir die Quest schon durch? Die wird mir jetzt nicht mehr angezeigt, nee. Zumindest. Doch, da steht's doch. Drück mal M und dann guck mal ein bisschen nach oben. Da nach oben müssen wir. Und er meinte Richtung Norden gerade zu uns. Und das, wenn man hier diesen Weg, den man da sieht, so hoch geht, also jetzt so rechts von Schachschaulin, dann kommt man zum Goblin-Lager.
Und dann ja, die Brücke hin. Mit diesen Bari. Ne, da wo Alex gerade lang geht. Wenn du M drückst, siehst du ja, wo er langläuft. Oder ja, da wo er langläuft, da müssen wir lang, ne? Genau. Geh mal kurz nach rechts. Oh. Zu spät. Ja. Irgendwas der passiert. Der Wurm nagt. Ja, bei dir passiert Kopf. Irgendwas. Nee, bei uns allen. Oder... Wir liegen alle. Nee, ich seh nur Schachschaulin gerade vor mir. Obey. Wir sind gerade alle in die Knie gegangen. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others. Only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then, there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. Ooh. Rede, nimm es. My power grows. My forces gather. Ein bisschen was vielleicht schon von Herr der Ringe. Wo ist mein Würfel? Mein Patz. Das Artefakt untersuchen, Alter, oder? Ja. Whatever power the artifact possesses, it shows no sign of it now. Okay. Erstmal in den Arsch gesteckt. Das ist halt immer das Hintertäschchen. Kann das jemand von euch jetzt untersuchen oder ist das wieder gebunden an mich? Na dann, gib mal mein Inventar, ich probier's mal. Was ist denn? Nee, ist gebunden. Ah, okay. Du gut, bist, über die Brücke weiter oder geht's nicht mehr? Du kriegst halt öfter deine Tage und brauchst, glaube ich, diese Binden. Ja, bin ich jetzt schon wieder verflucht wegen irgendwas oder so? Ja, echt schlecht. Das ist ein richtiger Schwamm für Flüche, Alter. Ja, wirklich, ey. Was ist denn los, ja? Tja. So, jetzt geh du vor. Ich hab keinen Bock auf die Flüche. Das ist der Flug des Vorgehenden, genau. Sounds like they've captured themselves aboard. Ich kann hier ganz viel klauen. Hier liegt doch überall Stuff drin, ne Leute? Also ja, deswegen meine ich kann hier ganz viel klauen. Ja, und hier vor der Tür nach was. Oh, das sind alles groß, rote Hände, ja, seid vorsichtig. Hey, hier ist Wollo, geil! Hier ist Wollo! Oh, gleich mal mit dem gequatscht, hey Dicker. Wir sind Quatsch mal mit dem. Ich glaube, ja, den müssen wir jetzt befreien. Ich bin dabei, ich bin dabei. Echt, die Hosen? Seid ihr dabei? Leute. Na, das ist der Typ, der eine Augenoperation kann. Echt? Fragulous crown and with scepter abraid, draw Raglan, short work of the innkeeper made. The inn ist das schlecht. Burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw runter von der Bühne. True soul and let you glide. Ich hab keine Ahnung. You! Move on! Do as she says. Now. Now, where was I? Oh, okay. Why, a tick? That a friend of yours? Oh, suddenly not! What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Ich glaube, den haben wir schon mal getroffen. Ja, ja, das war der Tinder.
Nee, das interessiert mich ja. Draw Raxlin! Draw Raxlin! I am Draw Raxlin! Tumptious! Draw Raxlin! You broke him! Wait! Wait! Draw Raxlin! We pray! We... Come on, Pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done! Oh, okay. Come on! Sollen wir es jetzt vielleicht mal jemanden mehr Charisma versuchen, oder? Was macht sie? Alter! Hör mal auf! Kann ich dagegen gehen? Wo gehen die hin? Bleibt mal hier. Oh Mann. Oh, da ist ein Riesenvieh. Aber es ist ein Kumpel, hoffe ich. Kann mit ihm reden. Ich mal mit ihm reden. Wir kennen uns ja. Rechts wäre auch ein. Der sieht ja aus so wie bei Herr der Ringe. Nicht ein Goblin, sondern so ein krasser Ork mit der weißen Hand drauf. Wie hieß ihn denn? Uruguay oder? Nee, Uruguay ist ein Land. Okay, ich konnte reingehen. Und du auch mit rein, soll ich lieber rauskommen? Nee, ich komme sofort. Okay, wir sind sowas wie so einer Tempelburganlage oder so, keine Ahnung. Reden oder nee, durchlaufen? Ne, wir können nicht durch. Ich bin im Gespräch, Leute. As the symbol glows, power courses through you. Lass mich durch, Baba. Einschüchtern, bis das mal ganz gut funktioniert. Ja, musst du halt machen, weil du mit denen redest. Baba, Digi. Jetzt kann noch einer einen Bonus. Okay. Hat der auch noch einen reingeschmissen? Soll er doch wohl denn funktionieren, oder? David einen rein, ich einen rein, du hattest vorher einen. Hat zum Glück funktioniert, oder? Nee, nein. Likes of you, please. Only boss you need concern yourself with is me. Out! Now! Bloody racket! Soll ich nochmal probieren, was hier zu quatschen? Oder wollt ihr mal? Probier mal, vielleicht geht's. Mit wem? Ich rede gerade mit der. Okay. Achso. State your business. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Aber der hinten rechts hinter dir, der ist schon ganz schön dick gepanzert, ne? Ja. Schon. Eigentlich nur täuschen. Ja. 15, warte, ich kann ja noch nicht. Ah, los, Alex. Jawohl. Nice. Right. Well. You ain't the first foreign type, I suppose. Gonna have to be a bit more specific, though. Klein halten zusammen, ne, Alex. Absolute's got a few favorites around here. Ihr findet mich süß. You here to see Priestess Gut, Boss Raxlin, or the Drow? Wen wollen wir jetzt sehen? Hey, nett von dir, aber nein, danke. Wen wollen wir davon überhaupt sehen? Den Boss oder nicht? Oder Priesterin? Vielleicht kann die uns heilen? Wir müssen doch nicht geheilt werden, oder? Aber mussten wir nicht zu dem Drow? Naja, Draw. Na dann Draw, oder? Draw klingt auch gut. Audience is right. She's an uppity one and no mistake. But she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear.
Alter, 120 EP haben wir ja. Das war gut, du. Wollen wir erstmal speichern, bevor wir weitergehen? Bevor jetzt wieder jemand eine Kriegsformel hier anklickt. War nicht an mich gerichtet, das ist das Lustige dran. Die Spitze ging an jemand anderes. So, ich würde sagen, Pyler geht mal vor, der hat meiste Charisma. Go Pyler, go Pyler. Glaubt ihr, die sehen das als feindlichen Angriff, wenn ich hier jetzt meine Krabbe hinspawnen würde? Ja. Okay, lauf hin. Was ist? Einfach laufen. Einfach laufen. Wir mochten den Dachs auch nicht. Naja. Ja, okay. Hexenmeister. Wer ist er? Ist er vorne, der am Thron oder was das da sein soll? Oder? Ich habe irgendeinen Anubis im Gespräch. Ja, aber wir wollten ja nicht mit dem Hexenmeister sprechen. Den hat man doch gerade zur Auswahl, mit oder? Mit der Hohepriesterin. Wahre Seele, gut. Ja, lass mit der Priesterin quatschen. Ohne. Okay. I have something to ask. Smells like burnt flesh. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold oder Alex hat den Dach quatschen lassen. So I can mark your flesh. Vielleicht wäre die auch noch nicht geflogen. Was? Ein bisschen süß hat sie, ist er ja. Sagt was. Ich überlege gerade nicht, dass es sowas ähnliches ist wie mit dem Auge. Aber glaubst du nicht, dass das einen Kampf auslösen könnte? Oder glaubst du, ich kann sie denn überreden danach? Weil einschüchtern bin ich schlecht, wenn es danach kommt. Also, nee, stimmt. Einschüchtern ist ja auch wieder Charisma. Ja, es geht alles auf Charisma, Digga. Quatschen ist Charisma. Nee, also David, sowas hätte Yusen oder Alex eher machen müssen. Die, was Alex ausgewählt hat, ist eher sowas. Na geil. Okay. Maybe you don't need it. After all, deine you're special, ain't ya? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. A creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Der ist halt super, ne? Echt, Yusen? Was ist das hier? Die ist auf jeden Fall auch infiziert, die Otze.
Jetzt haben alle drei was angeklickt. Naja, auch. Alex, wenn wir das nehmen, was du hast, ich glaube, dann kommen auch die, die an denen wir alle vorbeigelaufen sind, ne? Kriegen wir hin, wir haben eine lange Rast. Alle. Meine. Also auf Kämpfen hätte ich schon Bock, aber nicht so. Ich glaube, die sind ganz schön krass da alle, ja. Na, gemein, dass du gesehen, wie wilde da sind, das. Komm mal mehr, komm mal mehr, komm mal mehr. Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No okay, need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with True Soul business.